So, Fortsetzung. Brunner Straße und Zengodinis Revier. So, das ist eigentlich so die Anlage, die ich gemacht habe. Ja, aber da will ich jetzt erst noch nicht hin. Jetzt gucken wir nochmal zurück zur Schweinebrücke. Alles sauber, ne? So wünscht man sich das eigentlich. Dann gehe ich mal, bevor ich jetzt da zurückkomme. Ich denke mal, da hinten werde ich gleich zurückkommen. Jetzt werde ich halt meine Pirsch in die Büsche machen. Das heißt also im Grunde, da sieht man nichts mehr totgetreten. Und man hier mal runter guckt, auch nichts mehr totgetreten. Ne? An der Schweinebrücke, da habe ich über 300 Spritzen von den Junkies rausgeholt. Hier habe ich über 300 Spritzen von den Junkies rausgeholt. Ja? Das geht nicht im Wohngebiet. Die können das machen, die haben ja sogar Möglichkeiten, das offiziell zu machen. Ne? Junkies, Obdachlose und voll Verpeilte, die jumpen immer hier rum. Aber hier jetzt nicht mehr. Ja, das ist also relativ sauber. Ein Pinkeln können sie hier wohl noch mal. Gehe ich mal ein ganz kleines Stück zurück. Ja, man sieht also hier wirklich, ich mache mal eine ganze Pirsche jetzt. So. Man sieht also, hier ist kein Papier drin, hier ist keine Flasche, nichts mehr drin. Ne? Keine Pampers, gar nichts. Ja. Könnte man da hinten mal rumgehen? Wir machen mal. Das sind hier im Grunde die Holunderbüsche, die ich mal geschnitten habe. Die sind natürlich richtig schön groß geworden. Und die blühen auch richtig schön jetzt im Frühjahr wieder. Ne? So, zur Straße will ich jetzt nicht unbedingt filmen. Es geht ja auch immer hier um Datenschutz. Ja. So. Dann sieht man also, hier sind wir schon fast an der Schweinebrücke wieder hier. Hier sieht man kein Glas, gar nichts, ne? Kein Papier. Ja, das habe ich auch alles angelegt hier, dass die da nicht immer reinhopsen. Da haben sie schon wieder eine Pulle reingeballert. Die baller ich gleich mal zurück. Zack. Können sie sich dann holen als Pfand. So. Ja, also wie gesagt, hier. Jetzt bin ich wieder an eine Schweinebrücke. Hier sind die Junkies, da bin ich morgens einkaufen gegangen. Da saßen die hier und waren am Junken. Über 300 Pumpen habe ich hier rausgeholt. Deswegen habe ich das hier alles sauber gemacht. Man sieht hier also wirklich kein Blatt Papier. Ne? Was? Du bist doch gar nicht drauf. Da geht doch hier um die Natur, nicht um dich. Da geht um die Schweinebrücke. Ja, hat er. Ich hab dich nicht geknipst, Junge. Mach dir keinen Kopf, ich passe da schon auf. So. Gehen wir da mal hoch. So, also sieht man hier nichts mehr, ne? So, und hier habe ich die Bremse reingemacht, weil die hier auch saßen. Hier haben sie auch schon ein paar Leute tot gemacht. Ja. Sieht zwar nicht schön aus, aber ist erstmal so eine Bremse. Und da ist das mit der Schweinebrücke da hinten, ne? Was ich da gesagt habe von einem Film vorher. Das ist schon sauber geworden.
Das müsste ich alles nochmal entsorgen nach der Zeit. So. Also man sieht wirklich, hier ist nicht ein Schnipsel Papier mehr. Hier sind auch drei Füchse immer, die hier reinjumpen. Ne? Ein Pärchen und ein Jungfuchs. Gibt es auch hier in Dortmund, ne? Füchse. So, man sieht wirklich, kein Papier, kein Dreck mehr. Wenn man hier hinter der Rohre guckt, sieht man auch nichts mehr, gar nichts. Ne? So, dann gehe ich mal hier wieder zurück. Bevor der wieder an zu stinken anfängt, dann so wichtig ist er gar nicht, dass ich den filmen würde. Ne? Wenn er eine hübsche Frau wäre, dann würde ich schon sagen, komm, lass die mal filmen. So. Naja. Aber recht hat er ja, man muss ja nicht jeden filmen dann. Ne? Guck, hier ist alles sauber. Ja. Und hier mache ich auch regelmäßig die Pirsch. Dann guck, dass hier keiner einnistet. Und dass das sauber bleibt. Ne? Das war eine jahrelange Aktion, aber nach und nach merkt man jetzt, das hat Sinn. Was auch noch ganz wichtig wäre, wenn die Stadt oder die Bahn hier ab und zu mal so als Präsentation hier mal vorbei jumpen würde, aber dann wird sie auch nicht so viel anstauen, oder? Jetzt gehen wir mal Richtung Senior Didis Garten. Ja? Also wie gesagt, von der Schweinebrücke bis zur Jägerstraße. Das ist ein Revier, was ich hier so ein bisschen sauber halte. Und was ich mir wünschen würde, dass ein paar mehr Leute sich da engagieren würden, dann wird das hier nicht so ausatmen. Ne? So, da sind nochmal hier die Holunderbüsche. Ja, die sind dran, die habe ich alle mal geschnitten vor zwei, drei Jahren. Und die sind jetzt alle schön am Kommen wieder. Ne? Da sind die ganzen Bäume, die ich von den Ranken befreit habe. Das verfault, das fällt so langsam alles runter. So, jetzt kommen wir so langsam dahin, wo ich gerade gestartet bin. Ja. Da bin ich gerade hochgejumpt. Da zurück und jetzt bin ich auf der anderen Seite hier und gehe mal Richtung Jägerstraße. Und wie gesagt, also die Bäume hier sind jetzt alle frei von Rankenwerk. Ne? Da hängt zwar der Rest immer noch runter, das fällt nach und nach alles ab. Ja. Ne, da hat man keine Stimme mehr. Ich muss mal die anderen Filme angucken. Die Stimme hat man nicht mehr gesehen. Da war auch ein richtiges dunkles Loch hier. Da habe ich hier diesen Wildwuchs hier, was da noch so steht da oben. Das lasse ich aber so stehen. Das habe ich hier aus dem Büschel alles rausgezupft. Ne? Da ist es richtig hell geworden in den Jahren. Das war ein richtig dunkles Loch, ne? Da habe ich 5 Kirschbäume. Mal gucken, ich glaube, der ist ja schon angegangen. Das ist eine Süßkirsche. Habe ich den Kindern schon gesagt, in 10 Jahren können die dann mal hier reinhopsen und können sie ihre Kirschen zupfen. So, also wie gesagt, schön geworden, ne? Da sieht man also hier mal noch einen Baum, wo die Ranken, die ich da geschnitten habe, das ist alles so ein Morsch. Da fällt alles nach und nach runter. Ne? Das sind noch so die Reste. Kein Blatt Papier. Ne? Keine Pampers, kein Glas, nichts. Aber trotz alledem, regelmäßig ballern sie es rein. Ne?
Und dieser Baum hier, mein Freund, der Baum, den hat man vor 7-8 Jahren nicht mehr gesehen. Da hat man nur noch oben die Krone gesehen und hier war alles voll Efeu. Also beziehungsweise so Rankenwerk, ne? Den habe ich befreit. Ja. Aber so wie das aussieht, der hat sich richtig erholt. Auch der ist auch dicker geworden. Hat auch wieder Äste gekriegt, hat keine Äste und nichts hier gehabt. Ne? Das Problem ist das folgende, was ich jetzt vor ein paar Tagen festgestellt habe. Der Baum hier, ne? Der ist hohl. Der ist nicht mehr. So müsste sich es normalerweise anhören. Das kann sein, dass der gefällt hier, ne? Das ist auch eine Akazie. Da ist er fest noch. Da ist er auch noch fest. Aber da hört man schon. Durch, ne? Den haben die auch schon markiert. Ich glaube, den werden die hier wahrscheinlich mal fällen. Entweder heißt das Forsten oder fällen, aber ich denke mal, da haben sie das auch schon mal geschrieben, den werden sie wahrscheinlich cutten hier. Ne? Mein Freund der Baum, da sieht man auch, der hat schon. Das hört sich nicht gut an. Ne? Und wenn hier mal der Ostwind kommt, ich glaube, dann füllt den da weg. Ne? So. Ja, ich habe mir richtig Mühe gegeben, den frei zu machen, aber wie es aussieht, auch der Ast hier, der hat sich da auch entwickelt. Den gab es vorher gar nicht. Die ganzen Äste. Also wie gesagt, der hat richtig schöne grüne Blätter, aber ich glaube, der hat verloren. Ne? So, das ist das Brombeerfeld jetzt hier. Ja, richtig Lichteinfall hier. Da schneide ich immer den Wildwuchs raus, wenn der reingeht. Einmal im Jahr, ne? Dass er immer nur einfach Brombeere bleibt. Ach, da habe ich jetzt vor kurzem ein Häuschen geschenkt gekriegt. Von einer älteren Dame. Ja, stellst du mal da oben drum. Ein bisschen Futter reingemacht. So, dann kommen wir zu den nächsten Bäumen hier. Mit Efeu. Da sieht man auch noch diese Pflanzen, die da dran sind. Alles diese Ranken, ne? die mal hier dran waren. Das fällt nach und nach ab. Und dann ist er wieder ganz frei. Ne? Alle Bäume, bestimmt 15, 16 Bäume habe ich freigesägt. Dann sieht man also noch hier die abgesägten Dinger hier. Ja, so habe ich das hier gemacht. Die habe ich alle durchgetrennt und nach oben stirbt das dann immer alles ab. Ne? Das war eine ganz schöne Aktion, aber das, man sieht, also der ist auch richtig frei. Und alles das ganze Gebüschel hier, das ist alles noch von den Ranken. Ne? Das trocknet ab und fällt dann nach und nach runter. Das ist ja richtig arschglatt. Das ist wie der Baum hier, der ist auch richtig arschglatt schon. Ne? Bloß bei dem Baum glaube ich auch, der hat auch schon einen Weg hier. Da ist er fest. Da will ich jetzt aber nicht hoch. Da ist einmal der Baum in der Hälfte durchgegangen, bei vollem Wind. Das hat richtig geknackt. Ja. Aber wie gesagt, ganze Efeu hier. Oder sagen wir mal Ranken. Ja, das ist alle tot, das fällt alles nach und nach runter. Ne? So, dann sieht man hier noch eine Akazie. Das ist eine Platane. Da sieht man auch noch das trockene Zeug hier. Ne? Das fällt alles nach und nach runter. Und dann sind die hier arschglatt wie die hier. So, ne? Der sieht doch wohl besser aus, als wenn da die tonnenweise Müll drin liegt. Das ist unglaublich, ne? Weil ich kriege die Krätze, wenn ich das immer sehe, echt. Aber geh mal in eine Stadt, da laufen sie mit einem Staubsauger rum, der kostet 30.000, 40.000 Mark.
Da saugen sie einzelne Blätter mit auf. Also ich war da liegen, habe untergesehen, und ich dachte, das kann nicht wahr sein, echt. Läuft einer mit so einer Karre rum und wie so ein Staubsauger und saugt die Blätter weg. Statt zu das Geld ausgeben für Leute, die hier mal ein bisschen sauber machen, ne? Hätte viel mehr Sinn, aber die denken auch anders als wir, ne? Die Behörden. So. Das ist auch freigemacht von Efeu. Ja, und das ganze Gebüsch, das muss erstmal noch alles abfallen, nach und nach. Dann ist er auch ganz frei, ne? Der auch da. Ne, die haben die alles schon richtig. Die hat man gar nicht mehr gesehen. Man hat nur noch die Kronen gesehen. Deswegen ist da auch mehr so viel Licht gekommen. Ne? Jetzt kommen wir mal dahin zur Jägerstraße. Hier ist eigentlich so das Ende meines Reviers. Ja? Da gehe ich gleich mal nochmal zurück, wenn ich noch Film habe. Ja? Und jetzt kann man mal sehen. Hier, das ist das Ende. Die Bäume hier, die sind alle noch voll Efeu. Oder Ranken. Der eine hat mir schon gesagt, das ist doch keine Würgefeige und kein Efeu und so. Ich sage, das ist aber eine Ranke. Ne? Darum geht es ja, dass die Ranken abgemacht werden. Dass das dann so aussieht. Ja? Aber die Bäume da, ich kann ja nicht alles retten. Die sind noch so wie die anderen, wie die da hinten waren. Ne? Da sieht man mal, im Sommer, da sieht man nichts mehr, da sieht man nur noch die Krone. Ne? Da sieht man nur noch grüne Ranken. Die haben aber nichts mit dem Baum zu tun. Die Ranken erwürgen den Baum. Ne? So, und hier habe ich heute Morgen auch Aktion gemacht. Da muss ich morgen auch noch mal dran. Und hier fängt dann wieder der sogenannte dickere Teil an. Da hat die Polizei die Tür, hier war eine Tür drin, rausgemacht, hat den Junkies und den Obdachlosen und alle, die hier reinhopsen wollen, die Möglichkeit gegeben, hier reinzuhopsen und was zu machen. Aber man sieht, hier habe ich gestern also bestimmt eine riesengroße Tonne voll Müll habe ich über der Mauer geballert. Heute Morgen hat das die EDG abgeholt. Ich habe da auch ein bisschen mitgeholfen, da auf den Wagen zu packen. Ja. Und wie gesagt, dann sieht das dann wieder so aus. Ne? Das war hier vollgepackt, die habe ich wieder freigemacht, die Mauer. So, und den Baum hier, den habe ich gestern gerade den abgeschnitten hier. Ja, ist ja auch ein Wildwuchs, der im Grunde da hochgeht und den auch hier. Ne? Sieht man, was hier erstmal so hängen. Den haben die auch schon markiert. Da gehen die wahrscheinlich im Frühjahr mit der Motorsäge noch dran. Ja? So, dann sieht man, aha, da fängt das wieder an. Das Leckere so, ne? Ich gehe da mal so ein Stück mal hoch. Hoffentlich lege ich mich nicht wieder auf den Bart hier. Ja, dann jumpen sie da hoch, das habe ich ja schon mal gezeigt, ne? Dass die da oben wohnen dann auch. Bloß was dann überbleibt, das ist immer das hier. Aber hier wache ich auch nicht mehr so weit, also das werde ich jetzt noch wegmachen. Ja? Und werde das hier als Grenze für mich nutzen. Ja, mehr kann ich jetzt nicht mehr machen. Und die Bäume hier, da sieht man mal, wie das aussieht. Wenn das Efeu, die Ranken da hochgehen, ne? Nach und nach schlingen die sich hoch und fressen den Baum auf. Und im Grunde sieht man dann nur noch die Spitzen. Und irgendwann ist er so faul, der Baum, bis er umfällt. Ne? Beziehungsweise kann er dann gar nicht mehr umfallen, weil er gehalten wird von den Ranken wohl. So. Gucken wir nochmal von hier aus. Das ist alles Ranke hier. Alles, was grün ist, ist noch Ranke. Ne? Dann sieht man im Grunde im Sommer sieht man nur noch die Spitzen. Das war ja mit den ganzen Bäumen da hinten auch wohl. Und wie gesagt, man kann das jetzt ja auch vorstellen, wenn alle Bäume so voll sind, dann sieht das immer dunkler, ne, hier. Oh.